Großengsingen befand sich am Samstag fest in närrischer Hand. Beim traditionellen Fastnetzumzug zogen rund 85 Gruppen durch die Großengsinger Straßen und begeisterten Große und Klein. Den Anfang machten die Alpraguger, die in Großengsingen Heimspiel hatten. Danach folgten zahlreiche Hexen, Gardegruppen und andere Figuren. Manche von ihnen hatten die ein oder andere Attraktion für die Zuschauer vorbereitet, wie zum Beispiel eine Hexenpyramide. Bei der Narrengruppe Ome Hohenstein wurden die Zuschauer kurzerhand auch selbst zur Attraktion. Nach dem Umzug war hier aber noch lange nicht Schluss, gefeiert wurde bis tief in die Nacht hinein.